Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute verlasse ich den schönen Platz hier am See, wo es mir so gut gefallen hat die letzten Tage. Ja, aber es muss ja mal weitergehen. Und ich muss ja auch wieder was einkaufen. Ich fahre heute nochmal Richtung Lidl und da will ich immer nur Brot holen und ein paar Kleinigkeiten. Und dann wollte ich nochmal in der Stadt dort, wollte ich dann nochmal essen gehen. Ich wollte nochmal griechisch essen gehen. Ja, einmal ordentlich Gyros mampfen, ne? Muss ja auch mal sein in Griechenland. Ja, und heute ist es hier ja, wieder mal bewölkt. Der Wind hat wieder ein bisschen zugenommen. Vorhin war es relativ ruhig, waren wenig Wellen zu hören. Ja, hab schon alles vorbereitet. Scooby ist abfahrbereit. Bis zum Restaurant sind es 30 Kilometer und danach muss ich nochmal eine Strecke fahren, weil ich heute 150 Kilometer auf dem Plan. Das wird natürlich wieder ein langer Tag, aber gut, ich muss da ein bisschen vorankommen, ne? Ich hatte nämlich geplant, jetzt nur noch zwei Übernachtungen zu haben, bevor ich in der Türkei einreise. Ja. Oh, hier auch alles ausgetrocknet. Auf Wiedersehen, schöner See. So langsam verschwindet er da hinten. Er ist auch bald zu Ende da. Hier, da drüben, da ist ja immer noch der See. Der zieht sich ganz schön lang hier, die Straße. Aber da ist er wohl bald zu Ende jetzt, an den Bergen da hinten. Das ist das Restaurant, wo ich hin wollte. Aber irgendwie ist hier alles geschlossen, obwohl ich hier jetzt rein konnte. Keine Ahnung, ob das hier so üblich ist. Aber leider ist hier nichts los. Scheiße, Mann. Oh Mist. Das ist ja schade. Ich habe gedacht, die haben immer jeden Tag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Oder von 9 bis 0 Uhr sogar. Und jetzt ist es 10 vor 6. Ach, Mann. Ja, schade. Einkaufen war ich eben. Es ist jetzt hier laut meiner Uhr gleich 12 Uhr. Das ist ja doof. Ja, schade. Das Restaurant hat ja nun leider geschlossen und deswegen habe ich mich entschieden, weiterzufahren zu dem Standplatz, wo ich hin möchte heute Abend. Das sind noch 115 Kilometer von hier aus. Und dort in der Stadt gibt es aber auch noch etliche Restaurants. Ich will mal schauen, ob ich da irgendwas finde, was mir dann schmeckt. Vielleicht gibt es ja auch ein Gyros dort irgendwo. Ja. Alles hier so Hotelburgen, eigentlich direkt der Strand da drüben. Alles ein bisschen runtergekommen teilweise, teilweise wieder neu. Ja, ist halt so ein Touri-Dorf hier, ne? Hier drauf bis zum Berg da oben. Ja, hier sieht man das Meer schön. Ich bin jetzt ungefähr auf der Höhe von Kavala. Ah, sieht schön aus hier. Große Wellen. Verlassene Hotels. Verlassene Tankstellen. Verlassene Häuser. Nicht fertig gebaute Häuser. Ja, so sieht's aus hier. Die Straße erinnert mich gerade so ein bisschen an die Ocean Road da in Kalifornien, von Malibu nach Los Angeles zurück. Da hat man auch auf der linken Seite auch solche Berge hier und dann so eine große Straße und dann kommen rechts immer so ein paar Wohnsiedlungen, ein paar schicke Strandbars, direkt am Meer. Ja, das pieselt ein bisschen. Mal ein langer Strand. Oha, ja, oh, sehr schön. Kleine Mini-Märkte hier. Auch wieder so ein kleines Dorf hier am Strand. Aha. Ja, oh, Kravalla ist noch 71. Okay, ich dachte, ich wäre schon dran. Okay. Dann ist Kravalla da, wo, ungefähr da, wo ich hinfahren will, da noch ein Stück weiter danach. Naja.
fahre meistens immer jetzt am Meer entlang. Das ist ganz schön. So, hier schön eine alte Brücke. So, Regeln. Da ist ein Kreisverkehr. Okay. Hier findet man noch die alten Unimogs. Habe ich schon mehrfach gesehen hier. Olivenplantagen hier. Rechts und links, alles voll davon. Auf der rechten Seite führt die Autobahn vorbei. Fahre ich wahrscheinlich gleich noch durch, ja. Hier mal die Landschaft zur Seite hin. Auf der rechten Seite da hinten ist das Meer. Hier in Griechenland sind die Geschwindigkeitsblitzer immer mit Schildern angekündigt. Und das Seltsame ist, die Blitze von rückwärts, also von hinten. Ich weiß auch nicht, was das denn soll. Aber gut, da vorne ist einer. 50. Hier auf der rechten Seite ist er. Ein paar Häuserchen an der Küste. Interessante Felsen hier. Und da drüben das schöne blaue Meer. Das ist schon türkis, ja. Wow. Noch mehr Felsen. Schön, schön. Oh ja, das sieht ja schön aus da vorne. Hier ist das Meer mal direkt an der Straße. War sehr windig hier. Aha. Ein Byzantine-Tower oder sowas stand da eben, glaube ich. Ja. Ja, in Griechenland wird immer wieder wild überholt. Hier in der Kurve wurde ich gerade überholt von den beiden. Bei der Abfahrt eben hier, da hat die Navigation Lady hier gesagt, ja, Ferryboot Tuntasos. So, was? Ja, sie meint, da ist eine Fähre, die zu der Insel rüberführt, nach Tassos. Ja, hier ist auch so ein Feriendorf, da überall Rent a House, Rent a House. Strand ist da vorne. Let's get this. Naja. Sehr viel Schilf hier überall an der Straße. Das ist sehr schön. Da drüben haben wir mal freie Sicht auf Tassos. Und diese Straße schlängelt sich hier dem Hang entlang direkt an der Küste. Nebenbei so ein kleiner Touri-Ort wieder, sehr vielen Hotels natürlich. Oh, da ist aber voll hier, du. Da scheint Kavala zu sein. Alles voll bebaut. Da vorne links ist das Drama. Mann, 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 was da wohl los ist. Aber ich fahre lieber zum Center weiter. Ja, was ist das? Flugzeug hier. Pilotenschule oder was? Oh, schaut euch das an, wie hässlich hier das ist. Alles vollgebaut, ballert mit Hochhäusern. Oh Mann, das ist ja schlimm. Das ist ja süß hier.
kleine Mandarinen- oder Orangenbäumchen überall in der Straße entlang. Schilder nach Airport, Alexander gedreht. Wo ist denn das für ein Gebilde hier? Das ist der Wahnsinn. Dem Straßenverlauf von Etniki Ordos 2 noch 25 Kilometer folgen. Hier drüben gibt es ein Kranmuseum. Ja, richtig alte Dinger hier. Und da vorne ist noch ein bisschen Industrie, die stinkert hier ganz schön rum. Hier ein Abgasen da. Das riecht hier nicht so angenehm. Aha, da vorne ein riesen Kipplader hier. Ja, riesen Ding. Da vorne ist eine LKW-Fahrschule vor mir. Ich denke gerade, wieso blinkt der aber so brav, wenn er irgendwie ausschert? Alter, das ist L. Das ist L wie Lerner. So, endlich ist die Stadt wieder hinter mir. Nur noch kleine Dörfer. Hier rechts ist so alles flach mit viel Landwirtschaft. Ich will noch mal eben schauen, was es hier für Restaurants gibt in der Nähe. Ich habe nämlich noch gar nichts gegessen, weil ich ja dachte, ich esse heute Morgen schön zum Frühstück ein bisschen Gyros. Ja, aber war wohl nichts. Naja, mal schauen. Ja, hier ist der Platz, den ich mir ausgesucht hatte. Da war allerdings auf der Karte hier noch nichts gebaut. Jetzt haben sie hier eine Erweiterung gebaut für den Friedhof. Und leider so eine blöde Kante, das heißt, ich kann da auch nicht rauffahren. Ja, ich könnte auch mal noch hier vorne stehen bleiben. Schön ist der Platz nicht, das war mir klar. Aber ich wollte einen ruhigen Platz abgelegen haben. Ist ganz okay, denke ich mal. Ja, die Mütze hat sich schon wieder gelöst. War vorhin schon bei Lidl. Ja. Oh, jetzt bin ich wieder durchgefroren. Ich habe nämlich eben die beiden schwarzen Abdeckungen hier abgemacht von den Boxen oben. Weil die immer so rumflattern im Wind und wir haben hier wieder 15 km/h Wind. Das ist ordentlich am Pusten und wenn ich hier heute Abend stehe, möchte ich ein bisschen Ruhe haben auf dem Dach. Und ich musste sowieso abnehmen wegen der Grenze Türkei, damit die halt besser sehen können, was da oben für Kisten sind und so. Vielleicht wollen sie da auch reingucken, keine Ahnung. Mal sehen. Jetzt fahre ich erstmal zum Restaurant. Ich habe mir eins ausgesucht hier. Im Ort ist nur 2 Kilometer entfernt. Mal gucken, ob das geöffnet hat. Ich bin jetzt insgesamt 160 Kilometer heute gefahren und der Ort nennt sich Chrysopoli. Ja. Sieht ein bisschen nach Regen aus. Ich hoffe, es bleibt noch trocken. Oh Mann, ich habe mich eben abgemüht mit dem Einparken hier. Oh, es geht so schwer im Stand zu kurbeln. Oh, ich wollte, das ist noch eine große Lücke. Trotzdem kommt man da schlecht rein. Eben habe ich schon mal versucht da hinten, da war noch ein Auto auf der gegenüberliegenden Seite, da konnte ich nicht so weit ausschwenken. Musste ich dann auch wieder rausfahren aus der Lücke, weil es nicht passte. Ich stand zu weit weg vom Bordstein, so wie hier auch. Irgendwie habe ich es nicht geschafft, richtig ranzufahren. Naja gut, da war auch ein OH-Ast da oben, der Ast da oben. Oh. Ja, so sieht's aus hier. Und da ist hier der Scooby. Und hier haben wir überall schon Weihnachtsbeleuchtung natürlich. Und hier an der Ecke ist das Restaurant jetzt. Hier haben wir die Übersicht der Karte. Das ist hier oben links Fleisch. Und Toast haben sie und Burger, Sandwich, Salatos. Und noch die Getränke. Grill im Pizzahaus. Andreas, glaube ich, ne? So Leute, schaut euch das hier an. Lecker, lecker. Das sieht gut aus. Na mal, bon appetit, würde ich sagen. Jo, Mann, das Essen war lecker. Das war eine gut ordentliche Portion. Es war noch so Fladenbrot unter dem Pommes und unter dem Fleisch. Und dann noch Tzatziki und Krautsalat dazu. Und man hat sogar noch ein Glas Wasser dazu gekriegt umsonst. Und das Ganze hat jetzt 8 Euro gekostet. Ich habe noch 1 Euro Trinkgeld da reingepackt in die Box. Und ja, nun bin ich erstmal satt. Das war sowieso super. Ich gehe gerade zurück zu Scooby. Der steht da hinten. Oh, das ist aber wieder ein baufälliges Haus hier. Ich muss nochmal zurückgehen. Ich habe eben vergessen, an der Hauptstraße, da war ein Geldautomat und ich wollte noch ein paar Euro abheben, bevor ich in die Türkei einreise.
hätte in einem anderen Video gesehen, dass einige Probleme hatten mit ihren Karten, da Geld abzuheben. Ich weiß immer nicht warum, aber deswegen wollte ich lieber ein bisschen Bargeld mitnehmen, dass mir das nicht auch passiert dort. Oh, durchgefroren, bin zurück bei Scooby. So, ich habe gerade gesehen, der Windschutz der Kamera, den habe ich mit einer Gummiband befestigt. Das Gummiband löst sich auf. Und am besten hat funktioniert so Haargummis, aber ich muss mal sehen, wo ich im Markt irgendwelche Haargummis finde hier. Oh, ja. So, jetzt geht's erstmal zurück zum Friedhof. Ja, der schönste Stellplatz ist da nicht, aber das andere war auch nicht so ruhig da eben, habe ich gesehen. Ja, los geht's.